Und ich habe euch vor der Sendung, das ist jetzt der Moment, wo es drauf ankommt, vor der Sendung habe ich euch nach einem Kontakt gefragt, der euch sehr gut kennt. Dafür habe ich dieses Telefon hier, den können wir jetzt gleich innerhalb dieser Kategorie anrufen, weil jetzt wird es besonders. Ich stelle euch jetzt gleich eine Frage und ihr schreibt die Antwort auf. Dann lösen wir auch auf und ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist sie falsch, gibt es logischerweise keinen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ah, warte mal, ich würde gerne meinen Joker setzen, dass Joko diesen Typen anruft oder die Frau anruft, die ich genannt habe, als die Person, die mich so gut kennt, dann könnt ihr diesen Joker setzen. Wenn die Person dann sagt, ja, ich glaube, dass einer von euch das weiß, also gehen wir davon aus, das ist Klaas-Kontakt, ja, dann sagt die Person, ja, ich glaube schon, Klaas weiß das, dann ist das super, weil dann bekommst du, wenn du es richtig hast, 2 Punkte. Sollte die Person dich aber falsch einschätzen, geht ihr leer aus. Verstanden? Ich habe das Gefühl, ich habe meine komplette Konzentration in den ersten 3 Spielen aufgebraucht. Und jetzt kann ich noch nicht mal die Regeln mehr verstehen. Wann dürfen wir den Joker nehmen? Den müsst ihr gar nicht nehmen, den könnt ihr nehmen. Wenn wir uns sicher sind, dass wir richtig zum Beispiel geantwortet haben und unser Joker auch weiß, dass wir es richtig geantwortet haben. Jackpot, genau so machen wir es. Richtig. Ja. Oh mein Gott. Verstanden? Soweit so klar, ich stelle eine Frage, ihr wisst die Antwort. Super, gibt's einen Punkt safe. Solltet ihr dann sagen, ich will den Joker setzen, buzzert ihr. Buzzern. Und ihr habt auch nur jeder einmal die Chance, eine weitere Person zu fragen. Also, hier ist die erste Frage. Wie heißt die Zahl 25 auf Französisch? Muss das richtig geschrieben sein? Wenn du es mir richtig sagst, reicht es mir. Wenn du es aber so schreibst, dass man erahnen kann, dass du die Antwort weißt, wäre es gut. Anrufen! Ah, okay. Habt ihr alle was aufgeschrieben? Vorher rufe ich die Person von Lena nicht an. Super. Ich hebe den Hörer ab und wähle die Nummer, die du mir eben gegeben hast. Liebe. Oh, ich höre ein Freizeichen. Hallo? Hallo, da ist der Joko Winterscheid von Wer stiehlt mir die Show? Joko, hier ist Bella, hi. Hallo, hallo Bella. Bella, die Lena Meyer-Landrut sitzt hier bei mir. Und ich brauche eine Einschätzung von dir, weil wir haben uns gerade unterhalten. Und sie hat gesagt, du kannst das ganz gut einschätzen, ob sie das weiß oder nicht. Weiß sie, was die Zahl 25 auf Französisch heißt? Safe. Safe weiß sie das? Warum weiß sie das? Weil wir tatsächlich diverse Male in Paris zusammen wart und gerne Französisch sprechen, alle beide tatsächlich. Ja, okay, dann macht es total Sinn, dass sie das weiß. Ist ja so peinlich, wenn ich es falsch habe jetzt. Und ich drücke jetzt sehr die Daumen, dass sie das dann auch wirklich richtig hat, weil nur wenn sie es auch richtig hat, bekommst du, Bella, von uns 250 Euro. Ja, hör mal, da sage ich nicht nein, ne? Da sagst du nie nein. Nee, da sagen wir auch nicht nein. Dann gucken wir mal. Also, Bella sagt, dass du die richtige Antwort hast. Bella, bleib ruhig kurz dran. Lena, was ist denn deine Antwort? Ich habe geschrieben 25. 25. 25 für 20, 5 für 5, ja. Zusammen 25. Das ist richtig! Doppelte Punkte, das habe ich dir nicht gesagt, Bella. Das bedeutet doppelte Punktzahl für Lena und für dich 250 Euro. Lieb, dass du drangegangen bist. Einen wunderschönen Abend. Grüße. Tschüss, danke. Ich schaue einmal ganz kurz bei euch noch drauf, weil ihr könnt natürlich jetzt alle noch einen Punkt holen, wenn ihr die richtige Antwort habt. Pia. Ich weiß nicht, ob ich es richtig geschrieben habe, ich habe auch war. Ja, das ist, du hattest, das war das, was du gesagt hast, muss ich richtig schreiben. Ich habe gesagt, so nein, mir reicht das, aber du weißt, war sank. Das ist richtig, ein Punkt für Pierre. Sarah? Ich habe es auch auf jeden Fall falsch geschrieben, glaube ich. Ich glaube, es ist I, es ist V-I-N-G-T, ne? Aber es ist auch Vincent, ja. Ja, so wäre es richtig, V-I-N-G-T wäre es richtig, aber es ist auch Vincent, ebenfalls ein Punkt. Ich war so hektisch. Et toi? Klasse. Euphor Umlauf? Ich hab das auch. Ich habe praktisch die kürzmöglichste Schreibweise gewählt. Ja. Vincent. Es ist so ein bisschen auch, it's tearing up my heart bei dir. NSYNC-mäßig, Vincent, stimmt. 25, ebenfalls ein Punkt für Klaas Euphor Umlauf. Guck mal, Lena, eben hast du noch gefragt, wie geht das Spiel? Und jetzt kriegst du 2 Punkte. Der Joker ist weg, den kannst du nicht mehr benutzen. Ab jetzt kannst du nur noch einzelne Punkte einsammeln. Ihr könnt eure Joker noch benutzen, wenn ihr glaubt, dass ihr die Antwort richtig habt und die Person, die wir anrufen, sagt, dass ihr das könnt oder nicht. Wenn ich im Baumarkt die Wahl zwischen E14 und E27 treffen muss, kaufe ich wohl gerade was? Anrufen! Klaas möchte anrufen.
Wir warten kurz, bis alle eine Antwort aufgeschrieben haben. Alle haben es aufgeschrieben? Ja. Hervorragend. Ich rufe mal kurz deinen Kontakt hier an. 110. Ich hoffe, du hast dein Handy an, Joko. Das wäre aber sehr gut. Es wäre sehr gut, wenn ich dich vor der Sendung nach einer Handynummer frage, du mir die gibst und ich meine eigene Handynummer aufschreibe und es nicht merke. Könnte passieren. Hallo? Hallo, jemand? Guten Tag. Hallihallo. Hallihallo. Mit wem spreche ich bitte? Thomas Schmidt, mein Name. Wie kann ich helfen? Schmidt. Ich habe hier, hallo. Hallo, Thomas. Ich habe hier Klaas Häufer-Umlauf bei mir in der Sendung sitzen. Und ja, genau. Und der Klaas hat gerade eine Frage von mir gestellt bekommen. Ich müsste jetzt mal von dir eine Einschätzung haben, ob du glaubst, dass er die Antwort auch weiß. Oh, wie heißt denn die Frage? Der weiß ja sehr wenig. Du alter Penner, du sitzt da in der Stinkebox, du blöde Sau. Wenn du das jetzt machst, Thomas, ich werde privat mich, ohne dass irgendeiner das mitbekommt, werde ich fiese Sachen machen. Du sagst jetzt, dass ich das weiß. Klar, ansonsten... soll man jemanden bedrohen, von dem man abhängig ist? Soll man da jemanden bedrohen? Ja, das frage ich dich. Ich glaube, das wird kein zweiter Punkt für dich. Ich hau dir einen Puzzle in die Brille, ich schwör's dir. Okay, Leute, klärt das bitte unter euch. Wenn ich im Baumarkt die Wahl zwischen E14 und E27 treffen muss, was... Weiß er nicht. Hat doch nie eine Glühbirne angeschaut. Schmidti, wenn du noch was? Hau ab! Ist doch... Oh! Ach, das... Scheiße. Klaas hat mir gestern erzählt, wie er es hasst, wenn jemand schummelt. Er sagt, er kann gut verlieren, aber wenn jemand schummelt, dann haut er alle kaputt. Weißt du, was ich noch weiß, was Klaas auch hasst? Rennen. Aber nicht so sehr wie schummeln. Also. Kriege ich jetzt Geld? Nein. Es kommt. Also, Klaas, was ist deine Antwort? Glühbirnen ist richtig, aber Schmidti hat ihn nicht gebackt, das heißt, es gibt keinen Punkt. Nein! Aber, Moment, das sind Bad News, aber Good News, Schmidti kriegt auch keine 250 Euro. Fair. Also, wir gucken mal ganz kurz bei euch, was ihr noch aufgeschrieben habt, ihr Lieben. Was hast du aufgeschrieben, Sarah? Was hast du? Farbe! E14 und E27 sind keine Farben. Das sind Gewindegrößen Glühbirnen. Lena hat Glühbirnen aufgeschrieben und das ist ein Punkt dementsprechend für Lena. Und E14 oder E27 ist eine kreative Antwort. Ja. Kann man aber leider nicht kaufen. Aber nicht schlimm. Es ist dann leider auch kein Punkt. Ist okay. Ich bin also ein Baumarktgirl. Du bist ein Baumarkt. Ich bin gerne im Baumarkt. Ich bin total gerne auch im Baumarkt. Ich dachte so, oh geil, Farbe. Gibt auch Nummern bei Farben. Gibt auch Nummern bei Farben. Ja, eben. Ist so. Ja. Gut. Ja. Nächste Frage. Welches berühmte Reality-TV-Format wird in einem Haus in der Nähe von Bocholt aufgezeichnet? Anrufe! Keine Ahnung. Alle haben was aufgeschrieben? Hä? Oh Gott, was ist denn da für ein Reality-Format? Die mussten da wegen Corona hin. Jetzt sind die da geblieben, weil es billiger ist. Willst du für mich schreiben? Schreibst du für mich auf? Ja, ist das so. Du kennst dich besser aus. Sei mir ehrlich. Gar nicht. Entschuldigung, ich möchte nur kurz anmerken. Nee, weil ich nicht weiß, wie man es schreibt. Oh, das echt? Ich glaube. Bist du dir sicher? Nein. Aber es ist doch nicht Sommer. Moment. Aber dann schreib Big Brother. Aber Joko, jetzt wäre der Moment, wo du... Ja. Da kann ich euch auch sofort mein Tablet geben mit der richtigen Antwort. Also, alle auf die Plätze. Sommerhaus hat Sarah auch aufgeschrieben. Alle auf die Plätze. Pierre, ich wähle hier ganz kurz an. Hast du es richtig? Achso, ja, safe. Ja? Weil soll man wissen, wo es gedreht wird? Ich mache die Runde zu. Nö, Lena. Das ist die Phase davor. Hallo?
Hallo, da ist der Joko. Wer ist denn da? Hallo, hier ist Rika. Rika, mein Name ist Joko Winterscheid. Bei mir sitzt jemand in der Show, der heißt Pierre. Kennst du den? Zufällig ja. Zufällig ja. Sag mal was, ja. Wir haben gerade gedacht, wir rufen dich einfach mal an und ich stelle dir jetzt mal eine Frage und du sagst mir einfach mal, ob du glaubst, dass Pierre die weiß, ja? Die Antwort. Mhm. Gut. Okay. Das ist die Frage. Welches berühmte Reality-TV-Format wird in einem Haus in der Nähe von Bocholt aufgezeichnet? Also wenn der das nicht weiß, dann sieht er mich nie wieder. Oh. Was wird denn da aufgezeichnet? Vielleicht hast du eine Sommerhaus. Ahnung. Sommerhaus, sagst du. Sommerhaus, ja. Sagst du. Okay, wollen wir mal gucken. Wir gucken mal ganz kurz, ob Pierre das Gleiche aufgeschrieben hat. Pierre hat Sommerhaus der Stars aufgeschrieben. Rika, das ist good news, weil pass auf, jetzt passiert Folgendes. Pierre bekommt nicht nur 2 Punkte, weil ihr quasi übereinstimmt und er es wusste, sondern du bekommst von uns auch noch 250 Euro. Laber bitte nicht. Ach, laber. Oh. Nee. Ich oh mein Gott, jetzt ehrlich? Ja, klar. Oh mein Gott, schön. Ich schwöre, 250 Tacken und ich würde die Pierre einfach mitgeben, okay? Voll gerne, danke schön. Sehr, sehr, sehr gerne. Also einen schönen Abend dir. Tschüss, danke Rika. Dir, euch auch. Bitte? 2 Punkte für dich, Pierre. Sarah, was hast du aufgeschrieben? Oder was hat Lena für dich aufgeschrieben? Oder was da? Ich kenne es nicht. Ich kenne es wirklich nicht. Spiel mit. Ich habe es noch nie Spiel mit? Es ist toll. Es ist eine von Sarahs Lieblingssendungen. Also du hast ja jetzt nur Sommerhaus aufgeschrieben, aber wir brauchen natürlich den ganzen... Sommerhaus. Ach komm, jetzt Joko. Mann. Also ich finde es, ich muss jetzt mal kurz als, also kurz mal aus der Rolle treten, als übergeordnete Instanz mal sagen. Sarah sitzt jetzt hier immer noch und sagt immer noch frecherweise, dass sie nicht weiß, wie es heißt. Und gerne dann aber doch einen Punkt mal, hätte. So. Unter Kennern sagt man doch bestimmt einfach nur Sommerhaus. Ich probiere das sympathisch zu halten hier, aber ich bin dagegen. So. Den kann ich dir nicht geben. Es tut mir leid. Nee, was? Hä, das macht keinen Sinn. Ich will einfach mal hier Licht. Kurz. Ach so. Du hast Licht. Ich will diesen Scheißpunkt gar nicht. Ich will keine Geschenke. So, okay? So nämlich. Wunderbar. Das so. Ist... Kein, oh, dieses scheiß Geräusch. Kein immer. Punkt. Klaas, was hast du? Sommerhaus der Stars. Natürlich. Sommerhaus der Stars. Klaas hat oben noch einen Punkt. Lena hat auch was aufgeschrieben. Sommerhaus der Stars. Sommerhaus der Stars, einen Punkt für Lena. Mann. Halleluja. Das war mein Schatz. So, jetzt ist das hier vorbei, aber ihr sagt so, oh, da will ich jetzt eine ganze Folge von sehen. Kein Problem. Da oben bei Join.